Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Begrifflichkeiten bei den Vorrednern konnten wir schon entsprechend erfahren. Es wird sich bei mir auch nicht anders sein. Wir haben hier mit einem sperrigen Thema zu tun, nicht nur aufgrund der Begrifflichkeiten, sondern insgesamt auch vom Inhalt des Themas. Wenn wir über Fixierungen und Ähnliches sprechen, sind das keine Wohlfühlthemen, die wir hier behandeln. Herr Zimmer hat in seinem Bericht aus dem Ausschuss heraus schon gesagt, Ausgangspunkt waren hier zum einen die Datenschutzgrundverordnung, die uns allen hinlänglich bekannt ist, in vielen Bereichen begegnet ist, und gleichzeitig die weitere Richtlinie 2016/680, die zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung entsprechend grundgelegt wurde. Auftrag dieses Gesetzes ist es, diese Richtlinie in unser Gesetz zu überführen. Und ich werde Ihnen im Folgenden aufzeigen, dass es hier durchaus eine faire Balance gibt zwischen Grundrechteschutz auf der einen Seite und Akzeptanz und auch Möglichkeit der Praxis auf der anderen Seite. Es ist schon dargelegt worden, dass was in den einzelnen unterschiedlichen Artikeln, wir haben ja ein Artikelgesetz, aufgenommen ist zu Artikel 1, ist gesagt worden, 2 entsprechend unter anderem die Fixierung, zu der ich später nochmal kommen wollte. Darüber hinaus ist ebenfalls in 3 auch und in 4 aufgenommen, aber wichtig erscheint es mir hier noch einen Satz zu verlieren, in Artikel 3 die Strukturen geschaffen werden, dass Strafgefangene eine strukturierte Möglichkeit erhalten, Geld für die Entlassung freiwillig und wichtig auch pfändungsfrei anzusparen. Das hat sich in der Vollzugspraxis als sinnvoll gezeigt und es ist auch gut, dass das hier im Gesetz so aufgenommen wird. Die weiteren Artikel haben ebenfalls die Anpassungen, sei es im Gesetz der ambulanten Resozialisierung und Opferhilfe, aber auch darüber hinaus noch andere Änderungen über das Gesetz, über den Verfassungsgerichtshof, bereichsspezifisch die gerichtliche Gewährung von Akteneinsicht an Rechtsänderungen anzupassen und auch eine flexiblere Gestaltung von der Besetzung von Richterwahlausschüssen, gerade in Bezug auf die Besetzung des Gerichts mit Berufsrichterinnen und Berufsrichtern, zu ermöglichen. Warum gerade diesen Gesetzentwurf? Dazu lassen Sie mich kurz ausführen, dass der Strafvollzugsausschuss der Länder bereits im Jahr 2017 eine Arbeitsgruppe auf den Weg gebracht hat, deren Auftrag es war, sie sollten einen Mustergesetzentwurf erarbeiten für die Umsetzung der Richtlinie, wie eben bereits genannt, 2016/680. Dieser ist erarbeitet worden und dieser Mustergesetzentwurf, der in vielen Ländern berücksichtigt wurde, ist auch Grundlage unseres Gesetzes. Und wenn man sich für einen Gesetzentwurf entscheidet, dann entscheidet man sich auch für eine Systematik des Gesetzes. Und von daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn es Anzuhörenden gibt, die entsprechend in der Anhörung im Parlament eingeladen werden, wenn die Änderungen, die die Systematik des Gesetzes betreffen, plötzlich einen ganz neuen Gesetzentwurf entwerfen und damit zig Änderungsanträge oder Vorschläge letztendlich kommen. Wir haben uns ganz bewusst zu dieser Systematik entschieden. Das war richtig, den Mustergesetzentwurf als Grundlage zu nehmen für diese Erarbeitung. Und auch wir im Ausschuss sind auch nach der Beratung weiterhin der Auffassung, dass wir in dieser Gesetzessystematik bleiben sollten. Lassen Sie mich noch einige grundsätzliche Anmerkungen machen, die auch dann in der Auseinandersetzung Begründungen liefern, warum wir den Gesetzentwurf, den Abänderungsantrag der linken Fraktion ablehnen werden. Das Justizvollzugsdatenschutzgesetz erfüllt die Vorgaben der Richtlinien, habe ich schon gerade ausgeführt, und trägt dem hohen Stellenwert letztendlich des Datenschutzes im Justizvollzug Rechnung und fördert die Anwendung des Datenschutzes in seiner gesamten Komplexität, sodass Verständnis auch besteht und die Praktikabilität und damit die Umsetzung auch letztendlich gewährleistet bleibt. In der Anhörung wurden Bedenken geäußert,
ob die in § 4 überschrieben mit Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung Einwilligung vorgenommene Normierung einer Einwilligung als allgemeiner Rechtmäßigkeitstatbestand im Justizvollzug zulässig sei. Ich sage ganz klar ja, und es gibt hier auch keinen Änderungsbedarf. Der Gesetzesvorbehalt ist in § 4 geregelt und entspricht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und auch der Richtlinie, die genannt wurde, also konkret Artikel 8 Absatz 1. Eine Einwilligung kann nach der Richtlinie dann die Grundlage einer Datenverarbeitung sein, wenn eine Wahlfreiheit, und zwar eine echte Wahlfreiheit, der betroffenen Person besteht. Die Verweigerung einer Einwilligung ist Strafgefangenen jederzeit möglich und kann und wird auch nicht sanktioniert werden. Es gibt darüber hinaus auch einen umfangreichen Rechtsschutz gegen Rechtsakte der Justizvollzugsbehörden. Von daher ist die Wahlfreiheit hier gegeben und wir können mit dem Instrument der Einwilligung arbeiten. Diskutiert wurde auch im Hinblick auf die vollzugsdienstlichen Zwecke aus § 8, 6 Absatz 2, der überschrieben ist mit der Rechtmäßigkeit der Datenerhebung. Dies sei zu unbestimmt, müsste konkretisiert werden, abschließend im Gesetz aufgezählt sein. Verwiesen wird hier auch auf die Formulierung in Erwägungsgrund 37 der Richtlinie, wonach den Risiken, die von der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten auszugehen, diese nur dann verarbeitet werden sollen, wenn hinreichende Garantien existieren und dies in durch Rechtsvorschriften geregelten Fällen erlaubt sei. Die Richtlinie selbst gibt hier die Antwort auf die Handhabung. Artikel 10, die Verarbeitung besonderer Kategorie bezogener Daten, gibt einen weiten Umsetzungsspielraum. In unserem Gesetzentwurf ist in § 2 Nummer 2 in den Begriffsbestimmungen sind die vollzugsdienstlichen Zwecke gesetzlich normiert. Und in Verbindung von § 6 mit § 2 ist den Anforderungen, die ich vorhin beschrieben habe, auch Genüge getan. Der Alternativvorschlag, der auch aus dem Landesdatenschutzzentrum heraus kam, ist eigentlich der Datenschutzgrundverordnung entnommen und passt ebenfalls systematisch nicht in unser Gesetz und ist auch meines Erachtens, wie ich dargelegt habe, auch gesetzlich nicht geboten. Ich möchte aber auch anmerken, dass das Landesdatenschutzzentrum bereits in der externen Anhörung ebenfalls mitgewirkt hat, weil es viele Anregungen gegeben hat und viele Anregungen wurden auch entsprechend übernommen und sind in den Gesetzentwurf, der dann ins parlamentarische Verfahren kam, eingeflossen. Wir haben uns auch in der Auswertung der Anhörung intensiv mit der Stellungnahme des Richterbundes befasst, der Ausführungen zur Thematik Fixierung. Hier machte Herr Dr. Dornis als Vorsitzender des Richterbundes, hatte seine Ausführungen auch entsprechend begründet. In den Artikeln 2 und 3, in den unterschiedlichen Nummern und in 4, sind diese Regelungen zur Fixierung in den Vollzugsgesetzen normiert worden. Eine Fixierung, und da sind wir uns alle einig, denke ich, da diskutieren wir ja auch nicht, ist ein schwerer Eingriff in die persönliche Freiheit, wenn nicht sogar der schwerste selbst. Und ich gebe Ihnen das mit, einige haben das auch gemacht, weiß ich auch aus der Erzählung, sollten Sie mal die Gelegenheit haben und eine solche Fixierung selber erfahren können, wenn Sie einen Besuch machen irgendwo, tun Sie das mal, weil dann hat man auch eine ganz besondere Erfahrung und man hat nochmal ein anderes Empfinden für die Thematik, wenn man sich dann auch damit beschäftigen muss. Das Bundesverfassungsgericht ist ja bereits gesagt worden, hat im vergangenen Jahr sich mit der Fixierung beschäftigt. Dort ging es aber um Fixierungen von Patienten in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung. Das war nicht ein Fall, der entsprechend hier bei uns das Land betroffen hat oder auch nicht den Strafvollzug. Aber aus dieser Entscheidung heraus sind verfassungsrechtliche Anforderungen erarbeitet worden. Und es ist auch richtig so, dass man sich halt jetzt, da Fixierungen auch im Strafvollzug eine Rolle spielen, sich mit dieser Gesetzgebung auseinandersetzt. In diesem Urteil wird im amtlichen Leitsatz generell auf eine richterliche Unterbringungsentscheidung abgestellt. Diese deckt die Fixierung nicht ab.
Das Urteil unterscheidet drei Zeiträume einer Fixierung. Unter 30 Minuten, nach dem Bundesverfassungsgericht kein Richtervorbehalt. Eine Fixierung nach 21 Uhr bis 6 Uhr, das ist der Zeitraum, hier entnimmt das Bundesverfassungsgericht nach der Beschränkung des richterlichen Bereitschaftsdienst, der nun mal von 21 bis 6 Uhr entsprechend beschränkt ist, sagt das Bundesverfassungsgericht, ist auch keine richterliche Entscheidung zu diesem Zeitpunkt notwendig. In der Zeit von 6 bis 21 Uhr ist nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts eine vorherige richterliche Anordnung notwendig. Und genau das ist im Gesetz auch vorgesehen. In Artikel 2 Nummer 4 heißt es, eine Fixierung, die nicht nur kurzfristig ist, ist auf Antrag der Anstaltsleitung nur aufgrund vorheriger richterlicher Anordnung zulässig. Bei Gefahr in Verzug kann zum Beispiel die Anstaltsleitung anordnen, muss aber dann umgehend die richterliche Entscheidung auch einholen. Eine umfangreiche Dokumentation ist verpflichtend und im Falle einer Absonderung, einer Unterbringung im besonders gesicherten Haftraum und einer Fixierung sind die Gefangenen in besonderem Maße zu betreuen. Wenn die Gefangenen fixiert sind, unterliegen sie einer ständigen und unmittelbaren Sichtkontakt. Sie haben unter einer Beobachtungspflicht besteht durch geschulte Bedienstete, das ist medizinisches Personal, da ist ein Arzt ebenfalls involviert. Das sind die sogenannten Sitzwachen, die dann stattfinden. Und das ist ein mögliches und gutes Instrument, menschlichen Kontakt aufrechtzuerhalten und eventuelle Gefährdung der fixierten Person rechtzeitig zu erkennen und dann auch entsprechend zu handeln. In § 78 Absatz 2 Strafvollzugsgesetz, besondere Sicherungsmaßnahmen, wird eine konkrete Regelung zur Fixierung aufgenommen. Die Fixierung ist demnach eine Art der Fesselung, durch die die Bewegungsfreiheit nicht nur beschränkt, sondern weitgehend aufgehoben wird und daher hohe Anforderungsvoraussetzungen erfüllt werden müssen. Hierunter fällt bereits die Fesselung mit 4 Gurten an einem sogenannten Fesselungsbett. Eine gegenwärtige, erhebliche Gefahr, die Einwirkung des schädigenden Ereignisses, müssen bereits eingetreten sein oder unmittelbar bevorstehen. Ein Schaden von besonderem Gewicht, eine besondere Intensität des drohenden Schadens. Die Fixierung wird als letztes Mittel angewendet, das ist deutlich beschrieben. Wenn mittlere Mittel nicht oder nicht mehr in Betracht kommen, nicht mehr in Betracht kommt, dann wird die Fixierung eingesetzt. Dies ist festgeschrieben in den Begrifflichkeiten, zum Beispiel so weit und so lange oder auch die Unerlässlichkeit, die entsprechend aufgenommen ist als Begriff. Hier wird eine strikte Verhältnismäßigkeitsprüfung verlangt. Das ist eine große Verantwortung und Verpflichtung, gerade für die Kolleginnen und Kollegen im Vollzugsdienst. Dass die Fixierung, die Ultima Ratio, auch zur Zeit bereits gehandelt wird, wurde in der Anhörung auch von Herrn Wollscheid ganz deutlich bestätigt. Entsprechende Unterweisungen und Handreichungen seien allen bekannt und es werde auch so verfahren. Und die Verwendung eines Gurtsystems, auch das war Gegenstand in der Anhörung, ist ja auch so im Gesetz festgeschrieben, wurde bejaht, ist derzeit auch die schonendste Durchführung der Fixierung. Und ich denke, auch auf der Gesetzesgrundlage sind auch durchaus neuere Gurtsysteme entsprechend einzuführen, wenn sie da sind. Lassen Sie mich jetzt noch bitte zum Schluss einen Aspekt beleuchten, der ebenfalls eine große Rolle gespielt hat. Und zwar geht es hier um den Bereich der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung. Der Richterbund hatte vorgetragen, das Bundesverfassungsgericht habe die Fixierung in den Fällen der Selbstgefährdung bislang nur dann für zulässig gehalten, wenn die Selbstgefährdung aus einer psychischen Erkrankung resultiere, die die freie Willensbildung ausschließe. Deshalb der Vorschlag, dies ins Gesetz aufzunehmen. Der Staat dürfe die eigenverantwortliche Selbstgefährdung eines Menschen nicht durch die Fixierung abwehren. Es sei deshalb geboten, als zusätzliche Voraussetzung, habe ich ja gesagt, entsprechend, diese psychische Erkrankung in das Gesetz aufzunehmen. Auch hier nochmal der Hinweis, das Bundesverfassungsgericht hatte sich nicht mit einer Fixierung im Strafvollzug beschäftigt. Nach seinem Urteil ist eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung in einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung hinzunehmen und sie kann nicht durch eine Fixierung verhindert werden. Eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung eines Strafgefangenen kann aus Sicherheitsgründen innerhalb des geschlossenen Vollzuges nicht hingenommen werden.
führt das Verhalten oder der seelische Zustand eines Gefangenen in einem erhöhten Maße zur Gefahr der Entweichung, zur Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen, zur Gefahr der Selbsttötung oder der Selbstverletzung. So können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden. Besondere Maßnahmen, um die Sicherheit im Vollzug zu gewähren. Dies gebieten die Strafvollzugsgesetze, insbesondere auch im Hinblick auf ihre Ziele und Aufgaben. Wir haben in unserem Abänderungsantrag, der auch dann vom Ausschuss so angenommen worden ist, darauf hingewiesen, dass der zum einen den Bereich, in Paragraph 20 ist das angesprochen, dort geht es um den entsprechend um die Mitteilung über Haftverhältnisse für denjenigen, der Betroffener oder Opfer der Straftat war, dass dies auch entsprechend ausgeweitet wird, auf das sind Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen das Leben, körperliche Unversehrtheit oder auch die persönliche Freiheit, dass dort auch der Versuch zu berücksichtigen ist, sofern er strafbar ist, weil ich denke, dort ist das gleiche Interesse des Opfers gegeben, dort muss kein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden. Wir haben uns auf, vorgeschlagen, dass das Zitiergebot ausdrücklich nochmal aufgenommen wird in dem Gesetz. Zitiergebot, ich denke, es ist Ihnen allen bekannt, ist die Verpflichtung letztendlich des Gesetzgebers, wenn eine Einschränkung von Grundrechten vorgenommen wird durch das Gesetz, dies auch im Gesetz entsprechend zu normieren, welche Grundrechte oder Grundrechte überhaupt ja betroffen sind. Auch das ist innerhalb unseres Antrags. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, der auch eben kam, dass der Richterbund einen neuen Paragraphen wollte im Hinblick auf das Thema Fixierung. Auch dort muss ich noch mal darauf verweisen. Ich denke, sie ist als Ultima Ratio ganz deutlich geregelt im Gesetz. Von daher sehen wir da keinen Bedarf. Eine Regelung wie vorgeschlagen würde auch bedeuten, dass die Anordnungsgründe, Anordnungsbefugnisse und die Vorgaben zur Durchführung Einzelner dann entsprechend auch nochmal alles getrennt geregelt werden müsste. Auch das muss ich dann nochmal sagen, da haben wir mit der Systematik im Gesetz einen anderen Weg gewählt und von daher ist dann auch nicht nachvollziehbar, dass ein neuer Paragraph 80a eingeführt werden sollte. Vielleicht noch ganz kurz zu Ihrem Abänderungsantrag, Herr Lander, den Sie angesprochen hatte mit dem Rassische, dass Sie sagen, das müsste gestrichen werden. Ich möchte das nur an der Stelle sagen. Hier handelt es sich um die Übernahme der Formulierungen des Textes der Richtlinie. Also von daher ist dieser Text übernommen worden und das liegt dann schon Ihre Kritik dann letztendlich in der Richtlinie selber begründet. Wir sind also jetzt in der zweiten Lesung und ich habe Ihnen ausgeführt, welche Änderungen wir haben wollen, welche wir ablehnen an der Stelle. Es geht davon, ich habe auch davon gesprochen, dass wir hier kein Wohlfühlthema haben, über das wir reden. Es ist aber ein wichtiges Thema und ich hoffe, dass ich Ihnen einigermaßen verständlich sein konnte in meinen Ausführungen. Dieses Gesetz bietet die Umsetzung der Richtlinie, wozu wir verpflichtet sind. Und es gebietet es und es wird auch umgesetzt unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das auch nochmal deutlich gesagt. Und natürlich unter Berücksichtigung letztendlich, wie praxisnah ist es und wie kann in den Anstalten dann auch entsprechend mit der Materie gehandelt werden, umgegangen werden. Dieses Gesetz ist ein Instrument, dem entsprechend dem Datenschutz mit seinen Anforderungen im Justizvollzug und den tagtäglichen Herausforderungen im Justizvollzug gerecht zu werden. Ein Instrument, das den Frauen und Männern in den Anstalten helfen soll, ihren Dienst zu machen und nicht behindern soll. Und dies sind wir den Kollegen und Kolleginnen, das ist meine ganz persönliche Überzeugung, aber nicht nur meine allein, auch schuldig, denke ich, gerade in Anerkennung ihrer Arbeit. Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Gesetz in zweiter Lesung. Danke.